Yo! Willkommen zu Deponia! Ein kleines Let's Play von mir. Und zwar von Deponia. Ich bin heute, wo ich heute nach Hause gefahren bin, ich so am Mediamarkt vorbeigefahren, hab gedacht, gehst du mal gucken, hab ich einfach mal blind ins Regal gegriffen, was hat die da an? Deponia soll ja ein richtig geiles Game sein. Und habe ich gedacht, das machen wir doch. In Deponia geht's hier, steht gerade auf der Verpackung drauf. Man spielt den Rufus. Und Rufus will sein verdrecktes Heimatdorf Kufak verlassen und irgendwo hingehen. Weiß man nicht. Ich habe das Spiel noch nicht gespielt, hier steht jetzt nur weiterspielen, weil ich vorhin mal ausprobiert habe, wie es ist mit dem Ton und so weiter. Und ja. Das Spiel ist von den Machern von Edmar bricht aus, es soll ja auch richtig geil sein. The Whispered World kenne ich jetzt nicht. A New Beginning in Harvest, neues Auge. Neue Augen. Was? Always neue Augen. Okay. Also, Edna bräuchte auch so richtig geil sein. Na gut, dann starten wir einfach mal. Gehen wir auf Neustart. Neues Spiel. Und. Wow. Gut. Was denn jetzt noch? Sollte das Spiel nicht längst starten? Ja, schon. Aber die Schrottpresse ist kaputt. Und da dachten wir? Wir nutzen die Zeit für ein Tutorial. Wer dachte das? Ich brauche kein Tutorial. Und wie willst du dann die Schrottpresse reparieren? Schau einfach zu und lerne. Vielleicht hörst du dir lieber vorher an, was ich zu sagen habe. Du hast hier aber nichts zu sagen. Ach komm schon, dauert doch nicht lang. Zeig einfach mit dem Cursor auf mich und mach einen Linksklick. Mal sehen. Soll ich ja nicht Computer, schwer sein. Wenzel ansprechen. Das musst du nicht extra sagen. Wer redet denn mit dir? Na du? Du hast mich angeklickt. Klugscheißer. Verrat mir lieber mal, was mit der Schrottpresse nicht stimmt. Sie drückt nur noch ganz sanft und matscht nicht mehr richtig. Das sieht doch nun wirklich jeder Idiot. Na, dann moderier du doch das Tutorial. Ein Klacks. Zuerst erkläre ich dir mal... Wie man jemanden anspricht, wie man Objekte ansieht. Ja, Anspruch haben wir jetzt gemacht. Wie man ein Objekt ansieht. Das weiß ich doch. Aha, und wie? Ich zeige mit meinem Mauszeiger darauf und klicke rechts, wenn ich das Augensymbol sehe. Ja, die Theorie ist einfach, aber wie sieht es mit der Praxis aus? Hey, ja. Das ist dein Tutorial. Du willst dich doch nicht etwa drücken. Aber nun gut, Ich werde es dir vormachen. Siehst du dieses kleine Ding auf dem Boden dort drüben? Ich werde nun mit dem Zungensymbol... Dem Augensymbol. Ich werde nun dort draufklicken und es mir so ansehen. Pass also gut auf. Pass gut auf. Was ist das? Das ist ein Kathodenstümpel. Danke für den Input, Wenzel. Aber ich erkenne ja wohl eine hydrale Klemmzweige, wenn ich sie sehe. Blöd, dass ich sie nur ansehen kann. So eine Zweige könnte noch richtig nützlich werden. Du kannst sie mitnehmen. Du musst nur mit der Maus drauf zeigen, sodass das Handsymbol erscheint. Sie mitnehmen. Klicke dann links, links und hebst sie auf. Nein, das muss einfacher gehen. Wenn du meinst. Okay, ich habe die Klemmzweige aufgehoben, aber was mache ich jetzt damit? Du steckst sie in dein Inventar, da wo all deine Gegenstände hinkommen. Du hast das Ding aufgehoben. Jetzt kannst du mit dem Mausrad das Inventar öffnen. Ja, Mensch. Mit dem hey, da ist es ja. Genau, cool. Das hier ist dein Inventar. Cool. Schon klar. Und hier kannst du dir alles ansehen, was du mit dir rumträgst. Du weißt doch noch, wie das geht, oder? Na klar. Yin Yang. Sieh her, Wenzel. Es ist fast vollbracht. Beeindruckend. Und das meine ich ernst. Oha. Und jetzt? Ha, es passt. Genius. Als nächstes musst du... Du brauchst mir nicht alles vorzukauen. Den Rest schaffe ich schon alleine. Wie du meinst. Wie du meinst. Und jetzt? Knopf. Rufus? Einen Tipp hätte ich da noch. Ich hab dir doch gesagt, dass ich es auch ohne deine Hilfe schaffe. Ich muss jetzt nur noch diesen Knopf hier drücken und schon... Ach, ich liebe Tutorials.
Ich nicht. Du alte Memme, denkst du hast Probleme, nur weil etwas Abwasch die Spüle verstopft. Spar das Gezeter, gedenke der Väter, sie hausten in Armut umgeben von Schrott. Doch wo alles verloren schien, ward einer geboren. Er war saustark und lässig, sein Haar saß perfekt. Und mit Großmut und Tapferkeit sprach er, ich bin's leid, macht euren Mist mal allein, ich muss weg. Ossa, er muss dann mal weg. Tja, da kommen die Credits am Anfang vom Spiel. Müll. Was auch sehr geil ist. Okay, Müll. 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 Noch mehr Müll. Ein Leben in Ordnung und Zufriedenheit. Ach nein, es ist Müll. So, das reicht. Ich muss hier endlich weg. Gut, dass ich dieses Mal den perfekten Plan habe. Nur noch die letzten Sachen packen und ich bin raus hier. Wo hab ich nur meine Liste hingetan? Mann, es wird wirklich Zeit, dass ich diesen Schrottplatz endlich verlasse. Ja, was ich richtig cool finde, dass bei dem Spiel auch noch der Soundtrack dabei ist und ich eben gehört hat, das scheint ja noch nicht geil. Ich habe noch nicht reingehört, aber kann man ja mal machen. Zum Wohnbereich. Truhe. Hier muss eine Truhe. Das ist die Kiste, die mir mein Vater vermacht hat, bevor er mich im Stich ließ. Ich will sie nicht öffnen. Ich will keine weiteren Enttäuschungen erleben. Vielleicht ist hier was Tolles drin. Schweißgerät, Öldose. Was kann man denn schweißen? Kann man mitnehmen. Öldose? Alles mitnehmen. Das finde ich cool. Alte Fluchtpläne. Hat da nichts dazu sagen? Koffer. Koffer. Ah, da ist ja meine Liste. Tja, Mensch. Mal gucken. Ich habe scheinbar fast alles, was ich brauche. Es fehlt nur noch etwas Proviant, die Zahnbürste, ein paar Socken und ein Seitenschneider. Okay. Ein Seitenschneider? Was zum... Naja, irgendetwas werde ich mir dabei schon gedacht haben. Fernrohr. Kann man da was sehen oder kriegt er wieder nur Müll? Es läuft doch immer nur Müll im Fernsehen. Ist doch ein Fernrohr, kein Fernsehen, du Held. Gut, gehen wir mal zum Wohnbereich und suchen eine Zahnbürste, einen Seitenschneider, Proviant, was noch? Was noch was? Da schon die Zahnbürste. Okay, die Zahnbürste kann laufen. Die Zahnbürste ist weggelaufen. Ich sollte mir wohl angewöhnen, sie irgendwo aufzubewahren, wo nicht so viele Mikroorganismen wachsen. Lecker. Waschbecken. Boah, was für eine Plörre. Ach, geil. Guck mal, dunkle Ecke. Put, 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 komm zu Papa. Mist, ich brauche wohl einen besseren Plan, um sie einzufangen. Verrückt. Wieder eine Memo von Toni. Mal sehen, was sie diesmal hat. Mach endlich das Bad sauber. Das könnte ihr so passen. Okay. Haben wir die jetzt im Inventar? Die, ein Zettel. Kann man den jetzt? Ich könnte die Zettel einfach unleserlich machen. Aber wozu? Ich lese sie ja eh nicht. Oh Mensch. Liste. Cool. Okay. Gehen wir mal. Toilette. Was gibt's hier? Toilettentür. Nix. Ja, Mensch. Spannend. Hausapotheke. Verschlossen. Den Schlüssel muss wohl Toni haben. Er ist Toni. Tonis... Ah, okay. Hinter Tonis... Bitte. Nein. Ich habe noch nicht zu Ende gepackt. Sehr gut. Gehen wir mal zu Toni.
Was ist das? Fuck! Ein Fallbeil, damit ich nicht in ihr Zimmer gehe? Mann, die Frau ist gestört. Ja. Ich frage mich ernsthaft, warum ich jemals mit ihr zusammen war. Oh Mensch, Freundchen. Bleib gefälligst aus meinem Zimmer raus. Da hast du nichts mehr drin verloren. Was bildet Toni sich ein? Als hätte ich nichts anderes zu tun, als in ihren Sachen rumzuwühlen. Naja. Kammer? Die Kammer geht nicht mehr auf, seit die Klinke fort ist. Toni war sauer, aber ich brauchte das Ding für die Luke meines Ort-zu-Ort-Transporters. Der Apparat war schon instabil genug, ohne dass da Fliegen reinspazieren konnten. Keine Chance. Die Klinke fehlt und ich bekomme die Finger nicht in die Ritzen. Spüle. Mach endlich den Abwasch. Der macht sich nicht von alleine. Ich lasse es mal drauf ankommen. Das ist genau mein Motto. Zickige Memo. Du hast schon wieder mein ganzes Essen verputzt. Stattdessen finde ich ständig irgendwelchen Müll von dir im Kühlschrank. Was ist eigentlich mit dir kaputt? Ich verstehe die Frage nicht. Ich auch nicht. Der Typ ist mir so sympathisch, ja. Memo. Du sollst nicht auf der Couch essen. Ständig finde ich Essensreste in den Ritzen. Na und? So ist doch gut. Okay. Ja. Was haben wir denn eigentlich so dabei? Topf mit Wasser, ein Haufen Zettel, Altöldose und ein Haftschweißgerät. Mantel. Ich schau mal nach, ob ich was Nützliches in den Taschen finde. Mach das. Hey, da war tatsächlich was drin. Eine Socke. Cool. Oh. Ja, Socken brauche ich ja, ne? Das ist gut. Nein, ich habe noch nicht zu Ende gepackt. Okay. Was können wir hier noch so anklicken? Das war hier. Dunkle Ecke. Hier scheint der. Oh, ja, noch eine Socke. Ich weiß ja nicht, wieso der eine Socke im Kühlschrank hat. Mehr ist wohl nicht zu holen. Reicht ja auch. Schade. Na ja, gut. Ja. Das sollte nicht übertreiben. Kann ich vielleicht hier irgendwie... Das steht nicht auf der Liste. Und zu Recht. Für diesen Schrott werde ich in Elysium keine Verwendung mehr haben. Wenn Toni nicht so viel Zeit mit Meckern verschwenden würde, könnte sie mehr Geld für Essen ranschaffen. Mhm. Öl ins Feuer zu gießen gehört nicht zu meinem Fluchtplan. Aber es ist ein integraler Bestandteil von Plan B. Oh, gut zu wissen. Okay, ah, vielleicht können wir ja die Tür ölen. Ich finde bestimmt einen besseren Platz, um das Altöl zu entsorgen. Die Trinkwasserversorgung zum Beispiel. Ja, Mensch. Oder können wir die Gabel nehmen und... Die Gabel. Und dann nehmen wir die Gabel. Vielleicht. Keine Chance. Ich komme damit zwar in die Ritzen, aber ich habe nicht genug Hebel. Nicht genug Hebel. Irgendwo ein Rohr holen oder sowas. Ich möchte gerne da hoch. Put, 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 komm zu Papa. Mist, ich brauche wohl einen besseren Plan, um sie einzufangen. Okay, vielleicht irgendwo ein Rohr aus mir nehmen können. Ah, spinnt. Haben wir da schon eingeguckt? Ich glaub's nicht, ne? Mal schauen. Ein Seitenschneider, praktisch. Und ein Waschmittel. Okay. Zu. Die Hausapotheke hat mir schon oft das Leben gerettet. Aber seit ich neulich versucht habe, einen schrapnellbetriebenen Düsenantrieb zu bauen, sind die Pflaster alle. Jetzt ist da nur noch Tonis Beruhigungsmittel drin. Ich kann nur...
Gott sei Dank bin ich ein geschickter Schlösserknacker. Verdammt! Mit dem richtigen Werkzeug wäre das ein Klacks gewesen. Naja. Du mich auch. Meine Gabel Gott sei Dank bin ich ein geschickter Schlösserknacker. Verdammt! Mit dem richtigen Werkzeug wäre das ein Klacks gewesen. Bestimmt die Guillotine durchschneiden. Wetten, wetten, wetten. Natürlich nicht. Oh Mann. Okay. Wahrscheinlich übelst schlecht. Ofen, Öl. Ich kann mir das Öl ja in den Ofen tun oder so. Die Kammer geht nicht mehr auf, seit die Klinke fort ist. Toni war sauer, aber ich brauchte das Ding für die Luke meines Ort-zu-Ort-Transporters. Der Apparat war schon instabil genug, ohne dass da Fliegen reinspazieren konnten. Das ergäbe sicher ein grandioses Allzweckwerkzeug. Ist doch was für Anfänger. Keine Chance. Ich komme damit zwar in die Ritzen, aber ich habe nicht genug Hebel. Hebel? Waschmittel. Damit kriege ich die nie auf. Missionäre wollen oder so. Waschmittel. Oha. Topf mit Waschmittel. Mhm. Die Socken waschen? Ich bin zwar kein Experte, aber ich glaube, das ist tatsächlich Kochwäsche. Schade nur, dass der Topf nicht kocht. Ho, 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 ho. Die da. Altöl. Öl ins Feuer zu gießen gehört nicht zu meinem Fluchtplan. Aber es ist ein integraler Bestandteil von Plan B. Oh, oh, ich weiß wie. Und rein damit. Gefällt mir. Und? Good job. Jetzt nehmen wir den Topf in Wasser. Ich glaube, der Topf gehört auf die Herdplatte. Ich habe das mal bei Toni gesehen. Wo ist die Herdplatte? Ofen. Jetzt sagen wir woanders hin eigentlich. Vor Tonis Haus. Wo ist denn die Herdplatte? Hä? Nein, ich habe noch nicht zu Ende gepackt. Ich bin so schlecht. Ich bin nach oben. Truhe. Haben hier noch irgendwas eigentlich, was wir hätten mitnehmen können? Kissen. Nanu, da lag ja eine Socke drunter. Das erklärt, warum ich in letzter Zeit immer nur Käse geträumt habe. All nur Käse geträumt. Hier ist nichts mehr irgendwie. Ohne Witz, wo soll denn hier ein Herd sein? Ja? Das ist bestimmt später irgendwo. Naja, gut. Das kann dauern, das Spiel, ne? So schlau wie ich bin mit meinen Rätseln und überhaupt, aber. Guck mich nicht so an. Ja, gut. Das war's erstmal mit der ersten Folge. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein.